Oder die haben halt 3 Monate nichts gemacht. Richtig. Feierabend. So. Wir haben eine Version rausgebracht. Feierabend. Ich weiß, das ist ja mit Unity gemacht. Nö. Die ist mit Unity gemacht. Oh. Aber Unity hat ja auch schon zurückgerudert. Ja, aber nur ein bisschen. Ja, aber alle bisherigen schon rausgekommenen Spiele sollen nicht gelten, sondern erst die, die ab Anfang 24 rauskommen. Und es soll ja jetzt auch nicht für jede Installation sein, sondern für die erste Installation. Das ist doch eigentlich quasi eine Einladung zu sagen, nee, benutzt unsere Engine nicht, benutzt eine andere. Aber ja. Sie haben doch gesagt, Sie wissen gar nicht, was die erste ist. Ja. Ist doch egal. Ich meine, wahrscheinlich wollen sie die erste Installation auf der Maschine zählen. Sprich, wenn du es auf deinem PC zählst, installierst, hast du eine Installation gemacht. Ja, aber genau das haben sie gestern gesagt, können sie gar nicht tracken. Also das war das, was ich gelesen habe. Blöde Eisen brauchen wir nicht mitnehmen, das kriegen wir eh nicht. Und es soll ja dann auch nicht der... Wir müssen nach rechts. Aber ich würde es jetzt auch nicht unbedingt so weit wegschmeißen. Ja. Aber haben halt in der Truhe lassen. Noch eine Kiste? Am Tor war keine Kiste, glaube ich. Ja, das weil ich würde es ja dann eher beim Tor abstellen. Man könnte auch hier so einen Baum fahren? Mitnehmen. Ach nee, das ja, alles da ist ein Durchgang. Da bin ich schon lang gefahren. Noch sind wir in mir bekannten Gewässer. Was in der Kiste ist mit? Na, trotzdem mal ein bisschen langsamer. Ja. Wir müssen halt hier uns ein bisschen an dem Zug vorbei. Vorbei, hatte ich gesagt. Vorbei. Ich habe meine Kiste dabei im Spiel. Okay. Ich habe doch. Ich habe die Kiste leer gemacht. Viel kann ich dann nicht mehr nehmen, weil Eisen wiegt schon ein bisschen. Ich kann nur ein bisschen tragen, das ist ein Problem. So. War hier noch was Spannendes drin, Matt? Genau, was hier auf jeden Fall. Aber diesmal habe ich wenigstens meine Ausrüstung in Spee auf der anderen Map gelassen. Was sie auf jeden Fall machen wollen, ist, dass du, wenn du auf dem PC einmal installierst und auf der zum Beispiel Steam-Konsole installierst, das sind dann 2 Installationen. Und ja, wenn sie es nicht tracken können, wird es interessant, weil sie wollen ja auch nicht den Hersteller das zahlen lassen, sondern das Ganze soll dann ja über den Drittanbieter, der den ganzen Quatsch dann zum Download anbietet, zahlen lassen. Sprich zum Beispiel Microsoft als Game Pass Besitzer oder über das PlayStation Network oder über Steam. Und ich bin sicher, die freuen sich auch in Ast. Also auf Tear. Wollte gerade sagen, hast du Lust auf Tear? Aber das zu tracken ist eigentlich gar nicht so schwer. Nee, du musst es halt trotzdem erstmal können. Und wollen. Aber das ist ja nicht schwer. Und wollen. Nee, schwer das ist es wollen nicht. Ist wahrscheinlich. Aber ja, jetzt geh mal davon aus, du bist Steam, hast 300.000 Spiele. Davon sind Unity ist eine sehr viele Spiele. Ja, sehr viele Spiele sind wahrscheinlich mit Unity gemacht. Gehen wir davon aus, es sind 200.000 Unity-Spiele. Du musst jetzt für jedes Spiel tracken, ist es installiert worden, ist es nicht installiert worden. Auf wie vielen Geräten tun sie so oder so? Ja, das tun sie. Und dann brauchst du noch einen Prozess, der hinten rangeht und Unity Bescheid gibt, wie oft das ist. Aus Spielen einige Informationen sowieso an die Devs gegeben werden, das, was im Background laufen müsste, sowieso schon vorhanden. Das ist ja im Grunde nur eine weitere Information, die sie tracken müssen und ab dann wegschicken. Also wir müssen noch da irgendwie ausweichen. Die Spiele müssen es halt tracken. Wenn das Spiel dann halt Steine voraus, bisschen weiter links. Oh, bitte treffen, bitte rüber so. Die Spiele müssen es halt zurückmelden. Aber der Entwickler soll das Geld ja gar nicht überweisen, sondern der... Ich glaube,
Du musst dich jetzt einfach mal links an der Küste entlang hangeln. So, wo wollen wir jetzt hin? Nein. Keine Ahnung, wo dann? Okay, dann laufen wir mal hier so lang. Ich meine, selbst wenn die Spiele es tracken, wenn das Netzwerk, also das Content-Bereitstellungsnetzwerk das Ganze bezahlen soll, interessiert das den Spielehersteller ja nicht, ob er es trackt oder nicht. Und klar, das Content-Bereitstellungsnetzwerk hat die Informationen theoretisch, aber die müssen halt trotzdem einen Prozess aufbauen, der dann sagt, guck mal, diesen Monat hat für dieses Unity-Spiel 3 Millionen Installationen gegeben, wir überweisen dir jetzt 3 Millionen à 20 Cent. Achtung, Steine, wir wollen weiter links. Ich würde dann aber auch diese 20 Millionen, die 20 Cent immer schön einzeln überweisen. Ja. Da vorne ist schon wieder Kehr. Mhm. Dann lass uns mal hier so lang laufen. Solange wir hier das Kehr jetzt nicht fahren, müssen wir die Viecher auch nicht bekämpfen. Du hast ein Loks am Arsch. Ich hab ein Loks am Arsch. Ja, lauf einfach weg, irgendwann laufen die zurück. Ja, ja. Ich habe auch kein Beef angefangen. Wenn du nicht mehr kannst, sag Bescheid. Dann können wir sie immer noch platt machen. Ich fürchte ja, dass wir doch mal durch die Ebene drumherum fahren müssen. Aber ich glaube, wir haben unser Ziel erreicht. Warum sind wir nicht andersrum gefahren? Weil ich den Weg nicht kenne. Und der andere Weg, den ich kenne, der auf der Karte verzeichnet ist, führt über Land. Wird also schwierig. Ich habe ja noch einen Loks bei mir. Fahr mal einfach mal um die Insel hier rum. Ja. Ich würde mal kurz eben. Wie ich das letzte Mal einfach nur ganz schnell zu Blacky mit dem Boot gefahren bin. Befrieden, wie man das so schön nennt. Ich glaube, auf der Karte hier macht es Sinn, so eine Minecart-Stecke zu bauen. So. Eine Minecraft-Strecke? Ja, eine Minecart-Strecke. Jetzt gucke ich mal, wo wir sind. Ja, eine Minecraft-Strecke, genau. Achtung. Okay, da wo ihr jetzt gerade seid, keine Ahnung, ich bin von der anderen Seite dahin. Ja. Ich sehe nichts, es ist finster. Du bist weiter links. Ich sehe gar nichts. Ja, ich seh auch aber nichts. Wo ihr hin müsst, habt ihr noch, ja? Ja, ja, das ist hier unten. Okay. Aber das Problem ist, wir haben keine Wasserverbindung bis dahin. Fahr mal nicht so nah an Land. Wir haben hier Ebenen, die tun weh. Ruder mal zurück. Nee, nicht. Okay, mach mal die Map bitte auf. Oh. Ein, Rabe. Ja, ich empfehle uns hier weg zu fahren. Suche ich. Es fährt nicht. Es will nicht. Ah, toll, jetzt haben wir nicht. Okay. Warte, jetzt. Gerade, ich renne einmal durch, hol mir die meisten Schilder weg und dann du. Doch, mhm. Also dann rennst du wieder ins Dorf, aber ich würde sagen, wir warten ein bisschen, bis der Nebel weg ist. Ja, jetzt ein bisschen nach rechts. Ich versuche das mal mit der Minimap. So. Du kannst ein Stück. Ja, du kannst langsam nach vorne. Jetzt ein wenig rechts einschlagen. Ich meine, Steuerbord. Hi, Sir. Und jetzt das Raika-Manöver. Achso, sagt sich das Picard-Manöver ist. Oder du machst einfach das Kobayashi Naha. geradeaus. Kann er machen, er wird so oder so nicht überleben. Ich ja. Ach, guck an. Außer ich fusche. Aber Kobayashi Naha war das richtige Stichwort, jetzt wird es wieder weniger neblig. Ist das Schiff nicht Kobayashi Maru? Ja, stimmt. Bin gleich wieder da.
Mhm. Sicher, dass wir da lang wollen? Ja, wir wollen wieder auf die offene Strecke und dann wollen wir außen rumfahren. Ich glaube, du solltest... Gib mal ein bisschen mehr Speed. Gib mal Maximalstoff, weil wir haben da einen Gegner, der quasi hier rumsteht und nur darauf wartet, dass wir vorbeikommen. Kannst gehen? Ja. Ja, und Trauger sind auch da unten. So. Jetzt gleich kannst du dich wieder rechts halten, dann sind wir nämlich wieder in der Fahrrinne. Und sobald es Tag ist, suchen wir uns mal eine Stelle, halten ein und reparieren das Boot. Ich würde behaupten, da und sogar ein bisschen weiter da. Ja, das sieht ganz gut aus. Ich habe leider gerade keine Mutter mehr. Und mehr als das bisschen Positionslicht könnte es hier leider auch nicht geben. Ja, ja. Musst du eigentlich. Er navigiert. Ah, ich navigiere. Gut, macht das auch richtig. Ich habe uns zumindest weg von den Viechern gebracht, die unser Boot kaputt machen wollten. Im Wasser. Wieder da. Baby. So. Ich kann da hinten zumindest schon mal wieder Bäume erkennen. Sie verlassen den Zug. So langsam. Sie betreten Grasland. Ja, das ist doch schon ganz gut. In Grasland kann man eine Runde reparieren. Schau mal, ob du da links ein bisschen an das Ufer kommst. Dann kann ich da eine Bergstation hinstellen und dann reparieren wir das Schiff mal. Ist ein bisschen steil hier. Ja. Wir müssen ja nur ganz kurz andotzen und dann kommt das schon. Auf einmal hört die Musik auf. Ich habe gar keine Musik. Die Musik muss immer spielen. Okay. Bis dann. Huch, hier sind Wölfe. Wölfe sollten ja echt nicht sein. Hallöchen. Ah, das sind Wildschweine. Das ergibt mir Sinn. Wolfswildschweine? Mhm. Schweinische Wölfe. Okay, Boot ist repariert, wir können weiter. Ja, wenn ich nicht vorher trinke. Mhm. Wölfe im Schweinspelz. Was ist das? So, Moment. Bin drauf. Also ich kann gerade so zwei Häuser aus dem Dorf erkennen, das war's aber auch. Oder vielmehr Türme. Ja, wir können weiter. Kennst du wesentlich mehr als ich. Ja, dann warten wir noch. Ja, Glück gehabt, Wildschwein. Sehr viel Glück gehabt. Also wenn ich jetzt da so eine Horde von Viechern hinter mir habe, dann will ich die schon sehen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ah, so langsam kann ich auch wohl sagen. Das sieht man doch. Ah, stimmt, ja. Du hast recht, das war eine Löwin. Ja, richtig. Löwin. Ein sogenannter Berliner Löwe. Man kennt die nicht. Jetzt ist er aber Jagd. Hat man gesehen.
da oben haben wir auf jeden Fall mal die Schnee gebunden. Der Berliner Löwe ist fast so gut wie der Bacon of Hope. Der Bacon of Hope. Na, ich glaube jetzt langsam. Hat unsere Ausbildungsdichter gesagt. You are a Bacon of Hope. Auch sehr schön. Bacon ist immer gut. Ja, Bacon ist was Positives. Aber ganz mehr rote Fische, das Baconfische. Jupp. So. Halte ich einfach rechts an der Küste. Okay. Also du musst nicht auf die Küstenlinie drauffahren, aber solange wir an der Küste lang vorbeifahren. Jo. Wird klar. Irgendwann kommen wir schon da hin, wo wir hinwollen. Weil nach hinten kann ich weiter gucken. Jetzt auch nicht mehr. In 2 Minuten habe ich dann auch wieder die Güter bereit. Oh, oh, oh. Ja, die geben sich. Da wird mir ein T-Shirt auf der Karte angezeigt. Schön, kann man gerade fast was erkennen. Siehst du auch das T-Shirt? Stimmt. Da ist ein T-Shirt auf der Karte. Sollen wir mal zu dem T-Shirt fahren? Ja, das tun wir gar. Ja. You could eat a another bite. Ja. Aber das klingt danach, dass ich, glaube ich, dann da ein Portal hinstelle. Ah, da ist ein Händler. Zurückporte und ein anderes Portalmaterial. Ja, das ist definitiv ein Händler. Habt ihr jetzt den weit entferntesten Hill hier gefunden, den man finden kann? Ja, wahrscheinlich. Nee, bestimmt nicht. GG? Es gibt noch ein Das Tor heißt Nebel mit großem N. Aber es ist eine interessante Art, wo der Händler ist, ne? Guck mal. Ja. Nur für Hilde gilt auch dasselbe wie für diesen anderen Händler, dessen Namen ich vergessen habe. Der hat irgendwie 8 Minuten. Auf einmal sind Loks gespawnt. Viele. Ja, dann halt hier mal an. Ich möchte nicht so nah ran. Die Viecher können ja auch ein bisschen aggressiv werden. Dann esse ich mal wieder eine Runde. Okay, also. An der Entfernung sollte es mir reichen. Wir können auch die erst auf dem Turm wegsnacken. Das ist zu weit, ne? Okay. Wir können auch erst die auf dem Turm wegsnacken. Das geht. Die sind ja meistens zu blöd runterzukommen. Okay. Okay, die Doxe. So zumindest die Theorie. Wenn sie es nicht geändert haben. Und wir treffen. Also, ich. Hack ja mal so ganz entspannt hinter dem Stein. Jo. Label. Ich hole frisches Material. Okay. Juhu, ich bin daheim. Hallo? Ah, das ist übrigens kein Händler, das ist Hildir. Yep. Ja, das ist der Händler. Ach, Hildir ist der Händler? Hildir ist ein Händler. Ja, die waren benutzen. Ich chill hier eine Runde. Jo. So kennt man dich. Ich gucke zu, wie Blacky alles umnietet, wenn mir die Pfeile ausgegangen sind. Ulda! Das bereust du, mein Freund. Sag ich doch. Du hast doch nur absichtlich die Pfeile verbraucht, damit du anschließend Dinge tun kannst. Hm? Blacky beim Massenmord zu gucken? Ja,